Mein Name ist Hermann Trollius von der Firma Hermann Trollius Kalk und Schotterwerk. Wir veredeln Kalk und Dolomit, sind hier im Steinbruch Lauterhofen, östlich von Nürnberg. Und wir gewinnen hier im Jahr fast 1 Million Tonnen Gestein. Unser Sprengmeister und Bohrist dort ins Bohrloch jetzt diese Schlagpatrone einbringen. Das Bohrloch hat 11-12 Meter, ist oben und unten ein Zünder angebracht an der Sprengschnur. Das Orange war die Sprengschnur und dann geht es mit patroniertem Sprengstoff weiter. Weil ich sag mal, man muss ja auch kontrollieren, ob das Loch ansteigt oder nicht. Also das Bohrloch ist jetzt kontrolliert worden, ob er die Ladesäule steigt. Jetzt wird dann mit einem ANC-Sprengstoff das Bohrloch weitergeladen. Wieder kontrolliert, ob das Bohrloch nach wie vor ansteigt, die Ladesäule an Sprengstoff. Jetzt wieder der patronierte Sprengstoff, dieser Emulsionssprengstoff. Bohrlochdurchmesser haben wir 95 oder 105 mm. Und jetzt wird dann wieder kontrolliert, wie weit wir schon oben sind. Unser Radlader ist das Hauptladegerät, dieser Caterpillar 990, hat ein Einsatzgewicht von 85 Tonnen, 9 Kubikmeter Schaufel und lädt jetzt so eine 775 Muldenkipper mit 4 Ladespielen. Die Mulde fährt dann mit 65 Tonnen zu unserem Vorbrecher. Das ist ein Backenkreiselbrecher von der Firma Krupp Esch mit einer Aufgabemöglichkeit von 2,60 Meter und einer Durchsatzleistung von 800 Tonnen pro Stunde. Laderfahrer und die zwei Muldenfahrer bringen also das Material an die Vorbrechanlage, wird dort abgekippt. Die Vorbrechanlage läuft vollautomatisch, ist alles visualisiert. Man sieht, wie weit der Einschubbunker voll ist, wie oft wir schon gekippt haben, welche Leistungen wir fahren. Und das Material wird also gesiebt. Es gibt eine sogenannte Vorabsiebung grob und fein und der Rheinstein geht dann in die Weiterverarbeitung und wird dann nochmal nachgebrochen. Im Hintergrund hier sieht man unsere Waschanlage, wo wir den Kalkstein und auch unser Dolomitgestein waschen können. Aufgabebunker geht dann hoch mit einem Förderband in der Schwertwäsche und dann werden verschiedene Fraktionen dort zu Betonsplit, gewaschenen Betonsplit aufbereitet. Hier sind also 300 Kubikmeter Wasser in der Stunde im Umlauf. Wir machen einen Trennschnitt bei 20 μ und haben somit einen gewaschenen Sand für die Betonindustrie. Auch für KG1, KG2 Geschichten haben wir das Ausgangsmaterial alles gewaschen. Die 300 Kubikmeter Wasser kommen dann hier in dieses Klärbecken und da sedimentiert es. Und da unten im Keller ist eine Schlammpumpe und dann pumpt man das Material 1 Kilometer hinter den Steinbruch. Zum Verfüllen vom Steinbruch, aber es wird auch nicht mehr transportiert mit Muldenkipper oder dergleichen, sondern es geht alles elektrisch, vollautomatisch und im Prinzip ist das eine super Sache, um Ressourcen zu schonen und einzusparen. Also hier sehen wir unsere Waschanlage, wo wir unseren Kalksplit waschen können. Der 2,8er ist astrein, sauber gewaschen, super Material, findet Verwendung in der Betonindustrie, Pflastersteinhersteller und die Produkte werden dann auf Halde oder in den Silos eingelagert und von dort aus per Unterflurabzug direkt auf den LKW verladen, ohne dass man nochmal einen Radlader oder dergleichen benötigt. Wir arbeiten also hier unheimlich energieeffizient. Also wenn wir Dolomitgestein waschen, fällt der sogenannte gewaschene Dolomitsand 0 bis 1 mm an. Diesen Sand benötigen wir auch für Gemische, aber er ist auch super geeignet für Reitplätze. Leider ist jetzt da an der Verladung keiner, aber der Silos und auch der 816 wird unter Flur abgezogen. Der LKW-Fahrer kommt mit einer Scheckkarte hin. Hält die ans Terminal, geht ähnlich wie bei McDonald's, hält die Karte hin, lädt sich automatisch, schaut in die Spiegel,
fährt auf die mannlose Waage, wiegt sich selber und ist überhaupt nicht mit dem Personal von uns in Kommunikation oder verlässt eigentlich das. Der kann am Samstag alleine, ohne dass jemand im Betrieb ist, Material wegfahren.